Der Besuch bei Vorarbeiter Sven Radke wirft weitere Fragen auf. Wer ist hier Opfer und wer Täter? Ingo Lenzen glaubt nicht, dass sein Mandant Oliver Leonards grundlos gewalttätig wurde. Doch er braucht jetzt dringend Zeugen, denn für die Körperverletzung steht eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren im Raum. Der Rechtsanwalt setzt große Hoffnungen in die Arbeitskollegen seines Mandanten. Er ist sicher, dass in der Fabrik jemand etwas mitbekommen haben muss. Okay, da sind schon alle versammelt. Herzlichen Dank. Hi. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Lenzen. Das ist Herr Davis. Schön. Ich hoffe, dass es auch jetzt noch ein schönes Ergebnis wird. Weil Sie haben ja gestern sicherlich alle diesen Vorfall mitbekommen zwischen Olli und Herrn Radke. Können Sie mir da irgendwas zu sagen, was Sie gesehen haben? Ich glaube nicht. Sie haben nichts gesehen. Aber irgendjemand muss es ja gesehen haben. Das heißt, keiner von Ihnen hat irgendetwas mitbekommen, was Sven und Olli da an Auseinandersetzungen getrieben haben. Haben Sie schon mal was von Zivilcourage gehört? Das ist das, wenn man das eigene Wohlergehen so ein bisschen hinten anstellt, weil man jemand anderem helfen will. Ich habe eigentlich gedacht, dass man das hier erwarten kann. Können Sie es verantworten, dass vielleicht jemand bestraft wird, der völlig unschuldig ist? Mal was ganz anderes. Ich hab gehört, da war ein Mitarbeiter, der hat mitbekommen, wie die sich gekeilt haben. Zumindest ist er später dazugekommen. Waren Sie das? Er ist ein Kollege aus der anderen Schicht, der ist jetzt nicht da. Ein Kollege aus der anderen Schicht, wie heißt denn der? Schaue ich mir gleich an. Könnten Sie aber nachliefern? Könnte ich nachliefern. Das wäre nett. Und Sie? Auch nix? Ihnen ist schon klar, dass ich Ihnen das nicht glaube, ne? Ich kann Sie nicht zwingen. Ich kann Sie nur bitten. Naja, ich sehe schon. Ich habe trotzdem ein Bild gewonnen. Definitiv. Haben wir, ne? Mhm. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da sagt doch keiner irgendein Wort. Oh, aber weißt du, wenn Menschen ignorant werden, dann macht mich das sauer. Und ganz ehrlich, die Situation jetzt, die bringt mich zum Kochen. Offenbar setzt hier jemand die Kollegen unter Druck. Der erfahrene Rechtsanwalt denkt an Bossing, die Form des Mobbings, in der ein Vorgesetzter Mitarbeiter zum Schweigen bringt und seine Macht missbraucht. Der Jurist muss die Mauer des Schweigens durchbrechen. Du, dieser Sven, ne? Hm. Der Typ ist da völlig unberechenbar. Ja, auf jeden Fall. Und alle haben Angst vor dem. Alle haben Angst vor dem. Ja. Und ich sag dir eins, unser Olli, der hat nicht grundlos zugeschlagen. Aber der muss den Mund aufmachen. Mhm. Ich meine, du kannst es ja nicht verantworten, dass irgendjemand, der eine Straftat begangen hat, jetzt nachher noch straffrei rauskommt. Sarah. Ingo. Hast du was für uns? Ja, pass auf, was ziemlich interessant ist. Und zwar hat mich Lisa Herberts gerade angerufen. Die ist Angestellte von der Firma und die war auch in der Fabrik. Und sie sagte mir, dass sie sich doch gerne noch mal mit dir unterhalten würde. Oh. Also ich glaube, deine Worte haben anscheinend doch Wirkung gezeigt. Okay, könntest du sie bitte zurückrufen und sie bitten, dass die in die Wohnung Leonards kommt? Also von Ollis Vater? Wäre das möglich? Krass. Was? Nee, warte mal, sorry. Ich habe hier gerade ein anonymes Handyvideo bekommen. Und das ist echt krass. Das rückt den Fall noch mal in ein ganz anderes Licht. Dann schick's mir. Ich schicke euch das gleich mal zu. Oh, bis gleich, ciao. Okay, tschüss. Da bin ich mal gespannt, was da drauf ist. Im Einsatz für den 21-jährigen Oliver Leonards schöpft das Team Lenzen neue Hoffnung. Auf die Körperverletzung stehen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Doch der Rechtsanwalt ist sich sicher, dass sein Mandant nicht nur Täter, sondern auch Opfer ist. Wird Mitarbeiterin Lisa Herberts für den Mandanten aussagen? Das Blatt scheint sich zu wenden. Uns ist anonym ein Video zugespielt worden. Okay. Was denn für ein Video? Ja, das zeigt das Vorgeschehen zu Ihrer Tat. Dürfen wir das abspielen? Da sind Sie drauf. Natürlich möchte ich das sehen. Ja, Sie wollen sehen, aber er muss ein Okay geben. Ist okay. Ja? Ist okay? Hm. Gut, dann schauen wir. Job behalten oder
musst du wenigstens schon mal wegen können, Junge. Mensch, Olli, was macht denn der da mit dir? Warum hast du nichts gesagt? Einfach nur krass, wie manche Menschen mit ihren Angestellten umgehen. Das ist Wahnsinn. Und es gibt welche, die zugucken. Und tun nichts. Du hättest doch mal echt mal was sagen sollen. Fassungslos. Ich bin der, der entscheidet, ob du hier bleibst. Wenn ich das nicht will, dann arbeitest du hier auch nicht mehr länger. Und dann bekommst du auch keine neue Arbeit. Und Leute wie du, die bekommen keine neue Arbeit. Das weißt du doch, oder? Ach so, weißt du was? Ist ja auch verboten. Ah! Was ist denn da los bei dir in der Firma? Ja, ich wollte den Job nicht verlieren. Wie lange ging das denn schon? Über ein Jahr. Aber er hat mich einfach immer schikaniert und beleidigt und ich konnte einfach nicht anders. Und ja, alles, was ich gemacht habe, war immer alles falsch und er hat alles wieder umgeschmissen und ich musste alles dreimal neu machen und ich konnte einfach nicht mehr. Ey, mal eins ist mal klar, ne? Das, was dieser Vorarbeiter da macht, dieser Sven, das ist glasklare Körperverletzung. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Ja, es könnte sein, dass es für mich jemand ist. Ja, Herr Lenzen, das ist wirklich für Sie. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Lenzen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ja. Sind Sie diejenige, bei der ich mich bedanken darf? Ja, ich habe immer mein Handy bei mir, falls irgendwas mit meinen Kindern ist. Und als ich mitbekommen habe, was mit Olli passiert, da habe ich heimlich mitgefilmt. Olli, es tut mir so leid. Aber freut mich, dass du da bist. Ja, danke, dass Sie in die Firma gekommen sind. Ich hätte mich alleine nicht getraut, irgendwas zu sagen. Naja, ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern und ich brauche diesen Job. Und diese Vorgesetzten, die nutzen das natürlich aus und meinen dann, die könnten sich alles erlauben. Aber jetzt ist ganz wichtig. Also einmal, wären Sie beide bereit, eine Anzeige zu erstatten? Ja, natürlich. Ja? Ja? Wir würden auch sagen. Gut. Und Aussagen ist natürlich klar, das brauchen wir auch. Wir brauchen da die Aussagen. Ja. Na, ansonsten ist da noch irgendjemand reif und der vergreift sich ja noch jemand anderem. Also solche Leute, die müssen unbedingt gestoppt werden. Ja, definitiv. So, eine Sache müssen wir noch erledigen. Und dann melden wir uns. Danke. Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Rechtsanwalt Ingo Lenzen hat noch ein persönliches Anliegen. Gemeinsam mit John Davis will er Vorarbeiter Sven Radke zur Rede stellen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Situation eskalieren könnte. Pass aber auf, wie du ihm das sagst. Nicht, dass er uns noch in die Schnauze hauen will. Ja, dafür bist du doch da. Ja, ja, dann aufpassen. Ja, okay. Ich bin rein. Ja, aber der muss jetzt mal Klartext hören, der Bursche. So, da sind wir wieder. Da sind sie wieder. Hi. Na los. Kennt ihr den Weg? Den kennen wir. Setzt euch, wenn ihr wollt. Bleibt stehen. Ja, danke. Ja, lass ihn mal lieber stehen. Blatt hat sich gewendet, ne? Aha. Ich weiß nicht, hat sie schon irgendein Arbeitskollege kontaktiert? Nee. Nee? Also wir wissen jetzt, was der Hintergrund von allem war. Sie haben Oliver Leonards geschlagen, getreten, gedemütigt. Jeden Tag. Bis aufs Äußerste erniedrigt. Und deshalb ist er irgendwann ausgetickt und auf sie losgegangen. Im Endeffekt ist das eine Notwehrhandlung. Wissen Sie ja. Ich habe ja keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist doch ein Witz. Nee, ist kein Witz. Das ist ein Witz, weil ich bin ganz normal, habe meinen Job gemacht. Ich bin Vorarbeiter von der Firma und ich muss die Leute anweisen. Ach so, anweisen. Ja, anweisen schon, aber nicht so. Das hat ja keiner gemacht. Das stimmt doch ja nicht. Sie haben Oliver Leonards dazu benutzt, um Ihre Aggression loszuwerden. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Aber eins ist immer klar, ne? Um den Job muss ich keine Gedanken mehr machen. Der ist weg. Uschi, was ist mit Essen? Haben Sie eigentlich verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Kommen wir genau zur Essenszeit gerade. Was habe ich jetzt gerade schon gehört? Habe ich das richtig verstanden? Was hast du gemacht? Du bist jetzt alle arbeitslos, oder was? Kriegen wir wegen dir auch noch aus dieser Wohnung hier? Du musst doch hier nicht alle glauben, was sie hier erzählen. Du bist doch jetzt der Assi vom Herrn. Ich bist du los, mach deine Scheiße allein in Zukunft. Sag mal, spinnst du, oder was? Bist du nicht ganz dicht? Du kommst hier jetzt zurück? So, und ihr beide, ihr macht euch jetzt am Abend vom Acker hier, du mit deinem Dschungelaffen hier. Setz doch mal hin. Entschuldigung. Spinnst du, oder was? Was war das gerade? Was haben Sie gerade zu ihm gesagt? Komm. Ich hab nichts gesagt. Nochmal. Ich hab ja nichts gesagt. Ich zeig's dir an.
Los, raus! Raus jetzt! Recht! Genug geschwafelt. Vier Monate später vertritt Ingolenzen Oliver Leonards im Strafprozess. Sven Radke wird zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung verurteilt. So. Vielen Dank, Ingo, dass Sie Sven vor Gericht so mundtot gemacht haben. Das war sehr gut gewesen. Freut mich. Ich bin froh, dass ich erreichen konnte, dass das Strafverfahren gegen Olli durch eine Zahlung von 1500 Euro an einen Verein zur Unterstützung von Mobbingopfern eingestellt wurde. Dieser Fall zeigt auf, wie wichtig es ist, sich in solchen Fällen Hilfe zu holen. Nicht aus Angst zu schweigen, sondern dem Mobbing ein Ende zu bereiten, bevor es solch ein Ausmaß annimmt.